So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed und da begrüßt euch direkt mein tolles Mikrofon. So, wir waren letztes Mal in der Toskana stehen geblieben. Hey, 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 ich wollte gerade schon fast sagen. So, und wir haben jetzt nur noch die eine Hauptquest über, die wollten wir in diesem Video erst anfangen. Da es mit dem letzten Video wieder blöd gewesen wäre, wenn wir das dann mit dem Video abbrechen müssen. Daher fangen wir dann jetzt direkt mit der Quest an. Danke. 95 Meter ist ja gar nicht so weit. Oh, da haben wir eine Schatztruhe. Die nehmen wir natürlich mit. So. Ich habe übrigens Assassin's Creed Revelations jetzt privat durchgespielt. Und ja, werde ich auf jeden Fall auch Let's Playen. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist auch ein super Spiel wie die anderen. Auch wenn ich da dann noch ein bisschen was zu sagen werde, während ich das dann aufnehme. Aber es wird auf jeden Fall ein Let's Play dazu kommen. Aber wir sind jetzt momentan bei Assassin's Creed 2, da folgt dann noch Brotherhood und eventuell vor Brotherhood noch Teil 1. Das heißt, es dauert noch etwas, bis dann letztlich Revelations kommt. Deshalb muss ich da noch gar nicht weiter drauf eingehen und mein Mikro regt mich momentan ziemlich auf. So, was machst du, Ezio? Was sollte das jetzt? So, wo müssen wir hin? Da oben, hier auf das Haus, wie es aussieht. Sehr schöne Leiter. So. Bei solchen Freunden Jacopo de Pazzi bis zum Templertreffen verfolgen und dann eliminieren. Akzeptieren wir. Ich bin gerade verwirrt, hatten das Assassin-Grab? Hatten wir, oder? Ich denke mal. So, dann benutzen wir mal das Adlerauge. Wenn ich mich nur lange genug beherrsche, führt er mich zu seinen Templerbrüdern. Ich werde mehr Namen auf der Liste haben. Oh ja. So, das heißt, wir müssen den jetzt verfolgen. Das machen wir über die Dächer und nachher über den Boden. Ich schaue gerade, wo wir am besten runtergehen können. Hier gar nicht. Wir schauen mal, wo er hingeht. Okay, dann gehen wir hier runter. So, da vorne ist er. Ach Leute, nee. Hier, nehmt euer Geld und lasst mich in Ruhe. Was geht hier vor? Sind Sie zu spät? Mich haben Sie nicht gesehen, so viel weiß ich. Mhm, Ezio ist ein bisschen verwirrt. Unter einem Umhang lauert es nach. Meine Güte. So, like Assassine. Über die Dächer. Und da vorne haben wir eine Wache. Problem ist, wenn wir die jetzt töten, weiß ich nicht, ob die runterfällt. Bitte nicht. Ach, sie biegen rechts ab. Das ist sehr gut, weil da hinten liegt die Leiche. Das ist keine Leiche, das sieht nur so aus. Gut. Jacopo geht cool weiter, das freut mich. Wie nah wir ihm sind. Was planst du mit den anderen, Jacopo? Wenn Jacopo wüsste. Bleib. Ach, der ist vom Himmel gefallen.
Genau, einfach weitergehen, das ist gut. So. Seht nur, er wird sich den Hals brechen. Gut, da stehen Wachen, das umgehen wir jetzt einfach mal, indem wir hier die Mauer hochklettern. Da haben wir ihn. Wenn er wüsste, dass hier oben sein Mörder läuft. Beziehungsweise der Assassine. Sein Mörder möchte ich noch nicht behaupten, aber halt der Dein Assassine. Brief erwähnte Venedig. Sind die Templer auch dort? Venezia. Bist du betrunken? Nein, bin ich nicht. Aber wer weiß? So, wir lassen sie ein Stück gehen, das ist nämlich jetzt etwas auffällig. So, wir machen einen Todessprung. Antikes römisches Theater, da haben wir auch eine Glyphe. Hier haben wir ein Sperrgebiet. Wie viele Männer sind für meines Vaters Tod verantwortlich? Es tut mir leid, Maestro. Ich tat alles, was ich konnte. Doch der Assassine ist zu stark. Anscheinend. Sonst wären die anderen mit dir hier. Ganz zu schweigen davon, dass Florenz in den Händen der Medici bleibt. Das ist Francescos Fehler. Seine Ungeduld machte ihn unachtsam. Ich versuchte die Stimme der Vernunft. Wohl eher die Stimme eines Feiglings. Ihr habt gute Reden, Signor Barbarigo. Hättet ihr uns gute Waffen statt dieses Mülls geschickt, den ihr Venezianer Waffen genau. nennt? Wir haben eurer Familie vertraut und ihr entlohnt uns mit Untätigkeit und Inkompetenz. Und wenn ihr eure Fehler erklären sollt, habt ihr nur Entschuldigungen und Beleidigungen? Wie soll ich darauf reagieren? Ich weiß es nicht. Schon gut. Aber ich... Nein! Bitte! Nicht! Bitte nicht was? Ich kann das klären. Nur... Verschont mich! Nein. So eine Sauerei. Tut mir leid, dass ich eure Beute erledigt habe, Assassine! Habt ihr geglaubt, ich würde nicht erwarten, dass ihr uns folgt? Dass ich es nicht plante? Wir spielen dieses Spiel schon länger als ihr. Tötet ihn. Ich weiß, ihr tut nur, was euch befohlen wurde. Wenn ihr mich gehen lasst, verschone ich eure Leben. Ha! Hört euch den X drücken.
Lachu, da ist er! So. So, wir nehmen mal die Faust und entwaffnen die Gegner mal eine Runde lang. Wegen dem Rohling, dem können wir nämlich nicht so gut kontern. Aua. So, den Rohling haben wir. Ja, kommt her. Jetzt gerade fail ich. Gut, wir nehmen mal die versteckten Klingen und bringen sie direkt um. Das geht schneller. Eins. Zwei. So. Wir sehen, er lebt noch und wir machen ein Attentat. So, also hat er uns die Beute doch nicht geklaut, getötet hat im Nachhinein Ezio ihn. Geh voran, ohne Angst, ohne Last. Requiescat in pace. So, bei solchen Freunden synchronisiert. Erinnerung synchronisiert, Sequenz 5 beendet. Gefällt mir gerade nicht, weil ich ja gerne noch die Glyphe geholt hätte. Aber da müssen wir hier später halt nochmal hin. Das wird auch nicht so. Der Untergang sein. So, Sequenz 5 beendet. Wir sehen, es geht schon auf die Sequenz 6 zu. Wenn ich mich recht erinnere, geht es dadurch auf nach Forli, oder? Was genau Forli ist, werdet ihr dann später selber noch sehen. Und wir sind in Florenz. Aha, ach so, so, so. Okay. So, dann mache ich das aber jetzt mal ganz anders. Ihr werdet es gleich selber verstehen, was ich meine. Ich glaube, wir werden jetzt bei Leonardo da Vinci's Werkstatt geladen. Wenn das wirklich so ist, werde ich dann einen Schnitt machen und wir werden uns dann in... Ne, wir sind bei Lorenzo de' Medici. Das ist der Palazzo von den Medicis.